Mr. Bletch. Mr. Bletch, schönen guten Morgen. Mr. Bletch ist mit dabei. Mr. Bletch, den hatten wir schon. Cluster. Machen wir das mal noch rot hier, wenn ich da die Seitenleiste wieder einblenden kann. So, du sollst rot werden. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Effekte fehlen ja noch. So, Leute, die es noch nicht wissen, wenn ich mit Effekten arbeite, so, das war schon mal falsch, wenn ich mit Effekten arbeite, können die Lautstärken extrem variieren. Also wer jetzt ein bisschen an der oberen Limite ist, vor allem mit Kopfhörer, sei gebeten, das ein bisschen runterzudrehen. Weil immer wenn ich mit Distortion und solchen Sachen arbeite, kann es extrem ungemütlich werden. Ich weiß nie, was kommt. Also passt bitte auf eure Ohren auf, ja? Bitte, bitte. Also ich mache das noch offiziell. Jetzt kommt eine Passage, die für die Ohren schädlich sein könnte. Danke. So. Das war zum Beispiel so ein Effekt. Das auch. Nee, eigentlich macht mir das macht mir den ganzen Stereo-Effekt kaputt. Das ist nicht, was ich will. Bitcrusher. Ganz falsch, habe ich aber schon vermutet. Das ist jetzt ein bisschen rumexperimentieren. Ist nicht wahnsinnig interessant für euch, das weiß ich. Tube brauche ich ja was. Distortion. So, Vorsicht an der Bahnsteigkante. Ja, genau. Ein lauter Ton fährt vorbei. Nice. Na, Punch, du musst ein bisschen mehr dabei sein. Du hast einen passenden Humor für diesen Kanal. Ui. 90s Oldschool Techno, ja, nicht unbedingt, aber Bass kann nicht gut sein. Bluesharmonika. Das ist schon sehr weit von Original. Wisst ihr was? Ich lasse das mal so sein, weil es kann ja auch sein, dass ich es schlussendlich gar nicht brauche. Ich muss erst mal schauen, ob es Sinn macht. Nee, komm jetzt! Da, aus und da. No Effect. So. Hier. Beginnen wir nochmal. Wenn die Zeit es zulässt, werde ich sicher einer da nochmal dabei sein. Findet ihr das sowas? Danke dir. Danke dir, der Punch. Es tut immer wieder gut. Also ich bin nicht deiner, der bauchgepinselt werden muss. Aber es tut immer wieder gut, wenn jemand sagt, es ist interessant, weil ich konnte mir das echt, als ich begonnen habe zu streamen, konnte ich mir nicht vorstellen, dass das irgendjemanden interessiert, was ich hier mache. Wirklich nicht. Weil es ist halt schon sehr spezifisch und Du musst Musik interessiert sein, dass du dir das reinziehst, weil das ist, ja. Ich versuche es ein bisschen interessanter zu machen mit meinen Erklärungen. Aber es ist halt schon zum Teil, wie jetzt, wenn man einen Sound sucht und vor allem nicht fündig wird, weil ich bin nicht zufrieden mit dem, was ich hier habe. Das ist nicht wirklich ein Cluster. Kann es langatmig werden. Thank you.
Wisst ihr was? Das habe ich nicht getestet. Hört mal, wenn ich halte die Tasten jetzt gedrückt. Es hört auf. Und das Problem ist, es hört zu früh auf. Es reicht nicht für zwei Takte. Und ich muss zweitaktig arbeiten. Okay, das war nix. Satz mit X, das war scheiße. Oh Mann, irgendwo habe ich doch Cluster. Wisst ihr, was mich auch so aufregt? An all jene, die Musik machen, wenn jemand Cubase nutzt. Und hier in den Instrumenten-Bases weiß, wie man nach etwas suchen kann. Bitte sagt mir, ich habe hier keine Suchfunktion. Gibt's nicht. Gibt keine Suchfunktion. Ist mühsam. Sag mir, bin ich kurz bei den Scoring Tools. Ah ja, nice. Das ist einfach schon vorgefertigte Kacke. Ja, nice. Das sind schon vorgefertigte Stücke. Okay, das werde ich gleich wieder drabschmeißen. Das werde ich nie brauchen. Ich arbeite nicht mit vorgefertigten Sachen. Mache ich nicht. Ja, stimmt. Vielleicht muss ich eine Münze einwerfen, damit sie länger singen. Nee, aber ich hatte doch mal. Glaube ich, mir fehlt hier ein Chor. Kann sein, ich habe den PC umgebaut vor etwa 2-3 Monaten. Und habe alles neu installiert. Vielleicht ist mir einer untergegangen, aber Mann. Irgendwo hatte ich doch so ein bisschen richtig Horror. Das ist schon mal ganz falsch. Ghostwriter hatte ich schon, ne? Das ist das Problem. Ich habe mittlerweile so viel Auswahl. Ich brauche immer die gleichen Basics, ne? Aber wenn ich speziell. Ah, Darkside, ich glaube, hier könnte es gewesen sein. Wenn ich Neues brauche. So, komm. The Darkside Course. Die heißen The Darkside Course. Das müsste doch eigentlich passen, oder? The Darkside Course. Also, das muss ja passen. Passen, da kann ein Instrument ja nicht heißen für den Moment jetzt. Kurz warten, bis es geladen ist. Jetzt bin ich gespannt. Hat wahnsinnig viel. Ah, das ist auch nicht. Habe ich das AdNix geladen? Klingt aber auch geil. Vielleicht später. Ich brauche das Chorus. Jetzt habe ich noch das falsche geladen. Ich voll honk. So, jetzt bin ich gespannt. Ist aber nicht Keyswitch. Hier kann ich nichts ändern. Warum heißt das? Warum ist es hier im Keyswitch Entmod? Okay. Also jetzt nicht so das Gelbe vom Ei, da habe ich ein bisschen mehr erwartet vor. Es ist einfach noch mehr. Ja, also so Darkside ist der Chor jetzt gar nicht, ne? Das ist jetzt ein bisschen enttäuschend. Toxic Chor, okay, das könnte auch funktionieren. Toxic. Das ist so überarbeitet. Das ist kaputt überarbeitet. UFO-Core. Ja, genau. Alter Schwede, so ein Schwachsinn. Ich finde alles, aber nicht, was ich suche, ne? Ja, auch genau, was ich wollte.
noch viel mehr, was ich wollte. Nee. Gar nichts. So, jetzt muss ich dann irgendwann mal ein anderes Shimmer Keys. Muss ich da mal wieder was machen, ne? So. Hat was, ne? Aber es ist ein bisschen zu aufdringlich. Ich habe ja eigentlich fast immer Text drüber. Da darf ich nicht unter Underwater Piano. Yes, das kommt sicher gut, ne? Fuzzy Keys. Brauchen wir die Fuzzy Keys? Nein, ich glaube, wir brauchen die Fuzzy Keys nicht heute. Das ist auch nicht. Die Fuzzy Keys. Hier, wir laden die Fuzzy Keys. Ganz was Falsches, habe ich schon gedacht, ne? Chaos. Das wird mir auch was. Amadeus Organ. Ach, irgendwo hatte ich hier so ein Ghost Guitar, irgendein Cluster auch. Spürgarn. Kann ich Guitar da nicht. Ja, mach mal bitte Clockwork. Oh ja, es war wahrscheinlich im letzten, ne? Das ist eher so E.T. filmmäßig, ne? Passt nicht so in unser Universum, das wir im Moment gerade am Aufbauen sind, ne? So. Arschleckerblättler. Ich lasse das mit den. Da habe ich viel Zeit verplempert für dieses scheiß Cluster und habe es nicht gefunden. So Zeug nervt mich. Aber ich werde was anderes machen. Vielleicht kommt es mir ja irgendwann noch entgegen. Aus dem Film Clockwork Orange. Yes, genau. Aber es passt nicht in das, was ich hier will. Wisst ihr was? Es gefällt mir nicht mehr. Es ist zu unregelmäßig. Hier unten. Ich werde das sonst nicht sauber mixen können. Jetzt habe ich es ein paar Mal durchgehen lassen. War aber nicht zu. Ja, war zu wenig zufrieden damit. So. Bewegung reinbringen. Das habe ich natürlich noch vergessen. Das will ich schon auch mit bei haben. Das will ich schon auch mit bei haben, und zwar das Didgeridoo.
Das hat ja, wir sind ja immer noch auf demselben Planeten. Einfach in einer Höhle. So viel kann ich mal verraten. Right, Mr. Bletch, ich werde mich mal ausklinken, hab Vertrauen, dass ich nicht. Und freue mich, dass ich dann. Hey, Gabe, danke, dass du da warst. Danke, 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 dass du da warst. Großen Applaus für dich. Besten Dank und ja, ich danke dir für das Vertrauen. Ich bin im Moment gerade nicht so auf Kurs, wie ich das gern hätte, aber manchmal findet man es einfach halt auch nicht. Aber es kommt schon gut. Ich habe ja noch Zeit, es ist erst 9 Uhr. Danke, dass du hier warst und bis zum nächsten Mal und ja, ich freue mich auf das Release-Datum des Kapitels 9. Bin gespannt. Hui. Mach's gut und danke dir. So, das ist mal so richtig leise noch im Moment, ne? What? Okay. Sollte es wieder stimmen, ne? Ciao, ciao, Gabe. Tschüssi. Auf der Link. Viel, viel Melodiöses oben drüber darf hier gar nicht passieren, weil sonst Hardanger. Irgendwie stört mir die ganze Zeit die Wiedergabe, es krosit, es raschelt, gefällt mir nicht, ich speichere mal.